Diese Sendung wird präsentiert von Bell. Das härteste Kochduell der Schweiz. Zwei Jungköche treten im Beef Club gegeneinander an. Mit drei vorgeschriebenen Zutaten, welche sie erst zu Beginn des Kampfes erfahren, müssen sie in nur einer Stunde ein Menü kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Man soll das ganze Tier verwerten und nicht nur das Filet, sagt Bell-Fleischfachmann Yves Vogt. Die Punkterichter Andrin Willi, Chefredaktor des Marmit Magazine, Foodbloggerin Zoe Torinesi und Sternekoch Tobias Funke beobachten jeden Schritt der beiden Kandidaten. Nur einer kann als Sieger des Abends hervorgehen. Stimmigste Ambrodle auf dem Sulzer Areal in Winterthur. Und wir sind bereit für eine weitere Runde Beef Club Beef Fight. Bringen wir die Bude zum Brennen und holen die beiden Konkurrenten zu uns hier in den Ring. Beim Kampf um Ruhm und Ehre treten in den blauen Ecken an. Der 28-jährige Küchenchef Ramon Leise! Meine berufliche Tätigkeit ist aktuell Küchenchef. Das Kochen bedeutet mir Freiheit, Kreativität und Leidenschaft. Mein Motto für heute: No pain, no gain. Denn ohne Schmerzen geht gar nichts. Aufgewärmt und bereit zum Austeilen ist auch sein 29-jähriger Gegner in der roten Ecke. Begrüßen wir den selbstständigen Caterer, Joel Kranz! Ich bin das Catering und bin Störkoch. Ich gehe privat kochen zu den Leuten heim. Mein grösster Erfolg für mich persönlich, dass die Leute mich als freakigen Kochkünstler sehen und die meine Gaumenfreude sehr schätzen. Ich gewinne, weil ich keinen Gegner habe, sondern nur Opfer. Ein Kampf auf höchstem Niveau. Das sind eure Hauptzutaten, die ihr zwingend für euch ein Gericht verwenden müsst. Erste Zutat: Kerbelwurzel. Kerbelwurzel, kein Plan, das kenne ich gar nicht. Zweite Zutat: Geisserricotta. Fehlt nur noch Zutat 3. Für da gibt es die Infos von unserem Fleischfachmann, einem Yves Vogt. Passend zu der Osterzeit ist unsere heutige Fleischzutat ein ganzer Schweizer Gizzi. Weil das Brunstverhalten der Geissen Geburten im Frühling begünstigt, hat das Ostergizzi bei uns Tradition. Das Fleisch ist sehr hell und zart und bietet den verschiedenen Stücken wie Rücken, Schlägel, Schultern und Brust vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten. Ich bin gespannt, welches Festmahl ihr beiden auf den Teller zaubert. Viel Spass beim Zubereiten. Wow, hätte schlimmer können sein. Das heute wird kein leichtes Osterei malen. Euch stehen genau 60 Minuten zur Verfügung. Am Ende müsst ihr den Punkterichter zwei Fleischgerichte präsentieren. Kämpfen mit harten Bandagen, aber kämpfen fair. Fight! Ich will dir helfen. Mach du mal. Nein! Aufpassen, es könnte vielleicht noch etwas drin haben. Ich will nie mit der Sage tragen, definitiv nicht. Wie du das, tut man auch die Edelstücke, die so klein sind beim Gizzi, einfach verhunzen. Machen wir Hälfte, Hälfte. Als Vorspeis mache ich Ricotta-Praline. Dann nehme ich da den Korianderwurzel-Dressing dazu mit ein bisschen Salat. Joel, wo von deiner Vorspeis erzählt hast, habe ich jetzt nicht gehört. Hast du das Fleisch dort auch erwähnt? Er hat die Leber schon genommen, sonst hätte ich das genommen. Okay. Schnell ist der Geschwinder. Aber ich hätte ihm natürlich auch gegeben, wenn du gefragt hast. Vielleicht mache ich mit dem Innenfilet und ich fühle mich da ein bisschen schön sortieren. Ich habe noch keinen Plan, was ich mache, aber es wird etwas Geiles. So, ich kann jetzt mal das Fleisch auslösen, dass ich ein schönes Stück habe. Also sehr wahrscheinlich sind die Schlägel, also die Hinterbeine, schon die beliebtesten Teile des Gizzi. Die haben wenig Fett, die sind mager, die haben wenig Knochen und eignen sich somit perfekt zum Braten im Ofen. Eine richtige Delikatesse. Du kannst die Nüsse anrösten für die Praline, damit es ein bisschen besseren Geschmack gibt. Ramon, ist Kerbelwurzel etwas, das du kennst vom Kochen her? Ja. Was hast du daraus gemacht? Noch nicht, aber ich kenne es aus der Theorie. Wenn ich es geschmeckt habe, habe ich auch gewusst, dass jetzt ich jetzt ein Rüebli-Süppli mache.
Den Herdöpfel tue ich rein, dass es ein bisschen Bindung hat. Ich versuche die Leber zu panieren. Würfel machen, zu panieren und nachher für die Suppe zu brauchen. Meinst du, das Fleisch nimmt den Geschmack von der Kerbelwurzel an? So? Auf jeden Fall, sicher nimmt die Kerbelwurzel den Geschmack an, mit Rosmarin und dem Honig auch. Jetzt mache ich hier einfach noch mit dem Ricotta Feigen eine Masse für Praline. Da tue ich Kerne anrösten, dass ich das nachher panieren kann. Mm, das klingt mega gut. Und, ja, wohl. Geiss Ricotta, das ist genau mein Ding, weil Ricotta neutral ist und da bist du vielseitig. Du kannst gar nicht falsch machen. Jetzt tue ich hier ein bisschen Feigen fein schneiden und zeichne die Tomaten. Das Eischlag, meine Ricotta-Füllung, damit das Ei die Masse ein bisschen bindet, dass mir der Käse nicht gerade davor läuft, falls irgendwas sollte leicht schief gehen. Ein bisschen Weinbeere. Ich denke, das kommt geschmacklich noch mega geil. Bei geissen Ricotta muss man einfach darauf achten, dass wenn man das Fleisch schon reinfüllen tut, dass man in der Bindung reinbringt, in der Farce macht. Weil dann mag es nicht verleiden, wenn man es höher hitzen tut. Ich muss das Filet auslösen, damit ich das am Stück braten kann und dann schön abschneiden für die Vorspeise, für den Salat mit diesen Pralinen. Ich versuche sie in eine Form zu bringen. Ein Teller vom Scheu. Also, ich habe passend zu den Ostern habe ich eine Ricotta-Praline gemacht im Nussmantel. Dann habe ich einen Salat gemacht, ganz einfach aufgebaut mit Olivenöl, Apfelessig und Salz. Dazu habe ich die Korianderwurzel, etwas Crispy noch dazu gemacht und Chips. Und dazu habe ich noch das Filet. Und das ist ein Vorspeisli. Ein guter Miteinander. Danke mal. Wow. Also optisch finde ich es absolut Knüller. Der Joel, habe ich gedacht, ist vielleicht eher so ein brachialer Typ mit seinen Tattoos und einem Anker im Gesicht und alles. Und der hat so eine Raffinesse, wie er die Sachen angerichtet hat. Das war ein solides Vorspeisli. Das könnte ich jetzt an einem Montagabend, wenn es mal langweilig ist, machen. Zuhause, schnell. Es ist Halbzeit. Perfekt. Zum guten Lammschinken haben wir hier noch ein bisschen guten Lamm vor. Das Ganze noch ein bisschen einreduzieren, abbinden mit Rosmarin und Thymian. Die verwenden jetzt auch noch ins Büro rein. Dann haben wir sie nämlich auch noch im Gericht. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Dann noch ein bisschen Orangenzeste ins Büro rein. Kerbelwurzel. Wenn man den Geschmack behalten will, dann tut man es am Schluss, und das haben wir heute auch erlebt, roh drüber raffeln. Ist super, gibt es so eine schöne florale, leicht scharfe Note. Ein Teller vom Ramon. Hübsch. Rüebli mit weissen Pfälzer, Kerbelwurzel drin, panierte Gizzi-Leber. Danke, Bruno. Cool war, dass er die Leber verwendet hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die hat natürlich wunderbaren Geschmack. Und er hat es auch geschafft, die nicht zu zerstören. Also den Geschmack beizubehalten. Und das hat mir gut gefallen. Kerbelwurzel merkst du nicht, Pfälzer ist dominant. Ja. Mhm. Kerbelwurzel ist in der Suppe definitiv nicht zum Vorschein gekommen. Pfälzerrüebli haben das zu fest dominiert. Haben wir nichts davon gemacht. Was ist das genau? Das ist jetzt der Lammschwein mit Rosmarin und Honig. Ich mache ganz normale Beilage, einen Reis, ganz normaler Reis. Dann mache ich einen Schaum, einen Lammschwein und meine Sous-Vide-Garte. Schickst du das Lamm und dann helfe ich dir. Ja, ist gut.
Da läuft, da riecht's hure kalt. Teller 2 von Joel. Also, da habe ich Sagallenkartoffeln genommen, Pastinaken und die Kerberwurzel. Mit dem Lammschigo, den ich mit dem körnigen Senf im Ofen geschmort habe. Dann habe ich einen Lamm-Rosmarin-Thymian-Ski und wünsche euch einen guten. Danke! Der Eyecatcher bei der Hauptspeise hat mich definitiv den Ski gedünkt rundum. Weil du hast so wenig Zeit und er hat so eine Sicherheit gehabt, die Soße dort rundum geschwungen und das hat einfach top ausgesehen. Also die Creme war vor allen Dingen süß. Und das hat mich brutal gestört. Und was mich fast noch mehr gestört hat, sie war kalt. Meine Fans können auch mal für den Ramon rufen, dass er durchmacht. Wollen wir anführen für den Ramon? Oh, das schmeckt nach Abend. Ich glaube, der Ramon hat die schnellen Schüle montiert. Darum schmeckt es ein bisschen. Das ist ein hier reduzierter Lammschü. Teller 2 vom Ramon. Ich habe eine Roulade gemacht mit dem Ricotta. Ich habe einen Pfefferminz-Ingwer-Schaum gemacht. Und ein nie reduzierter Lammschü. Beim Hauptgang hat er sehr geschickte Varianten gewählt. Und zwar hat er einen Schaum gemacht, der alles zugekleistert hat. Der Schaum hat dann den abgehackten Ricotta versteckt. Und auch unter dem ganzen Gericht und ist auf einmal noch so ziemlich ein banaler Reis zum Vorschein gekommen. Er hat sich grosse Mühe gegeben mit dieser Roulade. Er hat die Idee richtig gefunden. Er hat das Stück richtig interpretiert. Er hat es Sous-Vide gemacht. Er hat vieles richtig gemacht. Blöd, es hat einfach noch nie geschmeckt. Joel, wunderschöne Vorspeise. Vielen herzlichen Dank. Hat sehr schön ausgesehen, sehr bunt mit dem Ei und wirklich sehr glückt. Mild, aber trotzdem gewürzt. Also, ich habe gefunden, optisch hast du mich absolut überzeugt. Die Vorspeise, die sie gekommen ist, hat für mich ausgesehen, wie so wirklich in einer Haute Cuisine-Küche oder in einem Haute Cuisine-Restaurant serviert. Bei dir, Ramon, bei dir war es ein bisschen minimalistisch, würde ich sagen, aber auch hübsch, also absolut ansprechend zum Anschauen. Eher alles ein bisschen reduziert und weniger, was überhaupt nicht negativ sein soll. Ramon, die Konsistenz der Suppe, hast du bewusst die gewählt? Oder hättest du gedacht, ja, hätte man ein bisschen flüssiger oder ein bisschen dicker machen können? Ich wollte es nicht dicker machen, das auf keinen Fall. Ich dachte, ich mache es auch nicht flüssig. Ich versuche so einen Mittelweg, dass alle zufrieden sind. Dann der zweite Teller von dir, Joel, auch wirklich schön mit dem Schü rundum. Sehr viele verschiedene geschmackliche Komponenten, halt so süße und dann ein Püree drauf, das auch eine ganz coole Farbe hat von diesen speziellen Herdöpfeln. So als allererstes ist mir aufgefallen, dass du einen halben Baumstrunk drauf hast. Bei mir war es einfach noch ein Touch, weil es hat irgendetwas noch gefehlt. Bin halt dadurch hatte ich ein kurzes Blackout, was ich machen soll. Dann habe ich natürlich die einfache Variante genommen und den Thymianbaum übergegriffen und hatte den Strunk drauf. Da. Du hast einen Schlegel respektive Roulade gemacht und dann Sous-Vide. Aber du hast eine Ricotta-Füllung. Ist das nicht ein bisschen gefährlich ohne also nur Ricotta-Füllung? Hast du keine Angst, dass das eventuell könnte? Ich habe ja noch Viberi drin. Da. Ich hoffe, die sind hier noch drin, als ich das serviert habe. Liebe Punktrichter, eure Entscheidung ist jetzt fällig. Der Gewinner vom heutigen Beef Club, Beef Fight, kommt aus der Rotecke, Joel Knapp! Ich hoffe, voll gerockt das Ganze und es war mega geil. Nächste Woche im Beef Club. So, jetzt flambieren wir das Ganze mal.
natürlich anständige Gesichtsmaske. Mach mit beim Beef Club Wettbewerb und gewinne einen Beef-Gutschein von Bell im Wert von 500 Franken. Was ist ein traditionelles Ostergericht? A. Gizzi. B. Bratwurst. Sende eine SMS mit dem Kennwort Beef A oder Beef B und deine Adresse an die Zielnummer 920. Eine E-Mail an beefclub@sat1.ch oder rufe uns an unter 0901 560 061. Jeder Anruf und jede SMS kostet 90 Rappen. Diese Sendung wurde präsentiert von Bell.